So, guten Morgen, Kinder, das ist RDLP hier und weiter geht's mit Far Cry 5. Wir müssen ja noch eine Mission abschließen und ich habe mir einen neuen Speicherplatz besorgt, weil das Autobahnpolizei-Simulator 2 Spiel, das ist ja hochgeladen. Das muss ich dann ja nicht mehr auf der Festplatte unbedingt haben. Ah, gut. Ja, ich kann hier jetzt nicht alles ablatschen, ne? Neues Jagdgebiet, der amerikanische Schwarzbär. Oh Scheiße, die habe ich ganz übersehen. Ja, toll. Ich habe ihn noch befreit. Ach so, nein, ich wollte. Peaches, ich habe dich jetzt aus Versehen gestreichelt, aber dich streichle ich immer gern, das ist ja klar. Ein süßes Kätzchen. So, da ist ein Sekten-VIP. Hi. Tschüss. What the? Der ist einfach wieder aufgestanden. Hat den gar nicht gekratzt. Die Luft schmeckt seltsam hier draußen. Ja. Wenn du Luft essen willst zum Abendessen, bitteschön, ohne mich. Ich gönn mir lieber ein paar Chicken Wings. Vegane Chicken Wings, ist ja klar. So. Ja, ich muss das halt hier noch machen, ne? Führt ja kein Weg dran vorbei. Was sind aus Sekten-VIPs? Das waren Sekten-VIPs. Oder leben die noch? Ne, das sind diese Leute, die sie. Das sind gar keine VIPs, das sind einfach nur Leute, die sie total manipuliert hat. Ja, toll, ich komme da nicht hoch oder was? Dann laufe ich den Rest. Scheiße. Hey, wieso laggt denn das Spiel jetzt? Was sollen die Grütze? Ich hab doch Speicherplatz rausgepackt. Ja, Digga, da wirst du ja wohl noch hochschlendern können. Jetzt stell die nicht so an. Vielleicht finden wir ja noch einen Hirsch. Ja, wieso habe ich eigentlich Grace dabei? Egal. Ja, toll, 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 hier komme ich nirgendwo hoch. Na klasse, na klasse, na klasse, na klasse, na klasse. Kommst du hier hoch? Ne, kommst du nicht. Du bist ein Lappen-Rookie. Was soll denn das jetzt? Wieso leckt das Spiel so krass? Guy Marvel. Ja, du kannst mich jetzt mal. Oh, ist das weit. Oh, was ist denn jetzt wieder los? Oh, scheiße, das sind diese Kackpflanzen. Schnell weg hier. Oh Mann. Ja, du musst mal ein bisschen leiser sein, Grace. So wird das nichts mit Schleichen. Ja, hier ist ja gar nichts. Ja, ich mach schon. Was soll ich jetzt machen? Vom Aussichtspunkt. Was machst denn du jetzt? Du sollst ein Fernglas rausholen. Übernimm. Ja, was machst denn du? Du sollst das Fernglas auspacken. Wegstecken. Was? Achso, das ist nur Peaches, die da rumknurrt. Ja, ich bin dabei. Das ist prima. Hier in Far Cry töten wir 1000 Gegner, übernehmen die Helis. So. Ja, scheiße. Kannst du den mal ausschalten da hinten? Ich habe keine Ahnung, wer auf welcher Taste ist. Ach, scheiße. Ja. Knall ihn ab. Gott. Ach, scheiße, hier ist Bliss.
Nein! Bleib hier, du Schwanz! Ja, wie soll ich den denn übernehmen? Ja, witzig. Der verpisst sich. Ich darf den Heli ja nicht killen. Okay, er landet. Was? Wer knallt denn da auf mich? Ich rücke vor. Geh klar. Knall ihn ab. So. Der ist noch nicht down. So, jetzt aber. Wir haben Gewalt. Ah, ja, ja, ja. Ja, und nun soll ich einfach den Heli klauen. Hier ist es nicht gut. Bin unterwegs. Ich hab kaum noch Leben. Sobald du mit allem fertig bist, bringst du mir meine Tulip, ja? Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Die Dinger haben mehr Bums als ein Elchenbrunst. Als ein Elchen was? Ach, ist doch egal. Ich fliege einfach ganz hoch, damit die mich nicht finden. Und dann passt der Laden. Ja, kann das Ding vielleicht mal ein bisschen schneller fliegen? Was mache ich da? Ah ja. Ja, toll. Boah, ist das ein weiter Weg, sogar mit Heli. Was soll denn das? Wo bin ich denn ganz hingeflogen? Leute! Ja gut, das ist jetzt nicht so spannend, ne? Ja, ich kann ganz zurück zum Yachthafen tigern. Na, super! Meine Homies sitzen auch nicht drin. Ne. Bin wieder ganz alleine hier in der Luft. Oh Mann. Ja, das mit dem Bliss wird richtig scheiße, das sehe ich jetzt schon. Weil das macht dann ja die ganze Zeit high. Du läufst nur durch diese Blumen und bist drauf. Das ist mal eine tolle Droge, du. Und keine Gesundheitsschäden. Klasse. Ich finde nicht, dass wir die bekämpfen sollten, die Faith. Ja, ich bin leicht verliebt in sie, das merkt man schon wieder. Oh. Ja, komm jetzt. Achso, ich wollte gerade rausspringen. Erstens habe ich keinen Fallschirm und zweitens muss ich den Heli auch abliefern. Wir können ja schon mal einen Tiefflug starten. Dann dauert das gleich nicht so lange. Ja, los. Ich sagte Tiefflug. So kommen wir da nie an. Ja, wie langsam der runtergeht. Diese gottverdammten Peggys sind hartnäckig wie Herpes. Hoffentlich ist Tulip in der Nähe, denn wir brauchen Hilfe, Schätzchen. Lande Tulip am Hafen. Sichere den Yachthafen. Ja, toll, wenn da 1000 Gegner sind, ist das nicht so leicht, ne? Das sind echt Gegner. Sind hier noch welche? So, raus, bevor die meinen Heli abknallen. So, ich brauche erstmal einen Überblick. Ups, tut mir leid. Wiederbelebt dich kurz. Ja, wenn du da um die Ecke geschossen kommst, dann bretter ich dich über den Haufen. Oh. Mann.
Oh, fuck. Scheiße. Hier sind zu viele. Ich muss in Deckung gehen. Oh. Ja, die Peggys, die Peggys. Ich muss mich ranpirschen. Du kannst mich jetzt mal. Mann, ey. Tschüss. Oh. Jetzt reicht's aber mal. Oh ja, den habt ihr. Schon wieder eins benutzen. Jetzt reiz mal hier, ne? Scheißdreck! Lass nach! Komm! Oh nein! War's das? Was das jetzt? Sprich mit Dings, okay. Sprich mit Dings vor allem. Ja, wo ist denn die Trantüte? Ich hab dir nie Liebe besorgt. Ach, verdammt, dabei komme ich immer so auf Touren. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. What? Ich bin gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Party. Du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Naja, unversehrt. Ich immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an. Jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Ja, Spannerin bist du. Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Danke, dann habe ich halt nicht gelebt. Ja, gut, danke dir. So. Ja, das wäre die Mission gewesen. Das Bliss ist überall. Menschen werden gezwungen, den Pfad zu beschreiten. Toll. Aber Faith kann Ungehorsam nicht leiden. Wir haben erfahren, dass eine bewaffnete Patrouille auf dem Fluss unterwegs ist. Und das klingt auch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die Sekte zu bieten hat. Ja, ich kenne die schon. Also so gut enden wie der Marshall. Ah ja. Ich muss jetzt erstmal hier kaufen und verkaufen. Nee, doch nicht. Ja, ich brauche mal andere Waffen hier. Das geht ja gar nicht. Alles so teuer. Mann. Mann. Ja, ich brauche eine Pistole. Es geht halt nicht anders. Ah. Was schmeiß ich denn dafür raus? Die Waffe hier, ne? Ah, die ist auch nicht so der Bringer. So, aber ich brauche ein Visier dann dafür. Reflexvisier, Rotpunktvisier. Scharfschützenvisier. Ich mag Rotpunktvisiere gar nicht so gerne. Ich brauche halt ein Visier eigentlich. Oder ein Schalldämpfer. Alter, sind die teuer. Naja. Achso, genau. Muni brauche ich noch. Ganz vergessen. Und Erste-Hilfe-Sets. Ja, das kostet immer ein Schweinegeld, du. Hallo, auswählen. Gut. Ja, das Video will ich jetzt aber noch nicht beenden. Das war ja jetzt nichts. Machen wir noch eine Mission von der hier.
Ja. Oh nee, das ist der Typ. Dieser Yoga-Fuzzi. Ist das zu fassen? Dieses Gliss breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Hä, das ist kein Gift. Verseucht ihn total. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll probieren, Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Kaboom! Ja, Mann. Okay, mach ich. Genau, ich habe ganz vergessen, was ich beim Waffenshop unbedingt machen wollte, für den Granatwerfer was holen. Weil ich kann damit echt nicht zielen. So, der ist hier. Hier. Anpassen. Was? Ich kann da kein Visier für nehmen? Scheiße. Okay, passt schon. So, wo ist denn der Spaß? Ne, Quatsch. Was? Oh nein, das ist so eine Passivmission. Oh, scheiße, egal. Mach ich erstmal das. Sander hat die Boote gesehen. Ah ja. Ich nehme den Heli. Ich kann da nicht einsteigen, warum denn nicht? Aber sie hat doch einen Heli. Ja, Peaches. Wie viele hat die denn bisher gekillt? 9, echt? Hm. Ja gut, dann wird Grace entlassen. War ja klar. Sender wollte mir gerade Paar-Yoga für Fortgeschrittene zeigen. Das muss warten, Thunderjunk. Ja, kommst du jetzt mit Heli? Hallo. Okay, räumen wir hier mal auf. Ich dachte, die gibt mir einen Heli. Ach, scheiß drauf, ey. Lauf ich da halt hin. Achso, das war einer von uns. Das war Grace. Sie wollte gerade in Urlaub gehen und ich knall sie über den Haufen. Ah, schön. Schönes Ding. Gut. Ja, mach jetzt. Ja, scheiße, jetzt auf die Gefangenen da. Da muss ich mal gucken, weil ich muss ja diese Passivmission machen. 5 Drogenboote und 5 Drogenlaster zerstören. Weil ich weiß gerade nicht, woran ich die erkenne. Ja, egal. Das kriegen wir schon geschaukelt. So, nee, noch ein bisschen weiterfahren. Gut, da wären wir. Der Laptop verbindet sich mit dem GPS auf deren Booten. Schau was. Also finde den Computer, dann die Boote und dann finden wir ihre Container. Oh Mann. Kann mich jemand wiederbeleben, bitte? Das ist richtig gut gelaufen. Peaches! Ja, ich weiß, das ist Feuer, aber nützt ja jetzt nichts. Fuck. Ich glaube, ich sterbe. Hilfe! Ja. Ich kann jetzt mich nicht um alle kümmern. Aber die ist da ganz hinten, dann kannst du mich jetzt mal. Der geht aufs MG. Ja, hast du Pech gehabt jetzt. Oh, Alter. Wie viel kommen denn da?
Der Scheiße hier. Ich bin gleich down. Ja, wunderbar. Der ist down. Verdammt, jetzt muss ich auch noch nachladen. Nein, du sollst nicht die Leiter hoch. Du sollst nicht die Leiter hoch. Alles gut. Ja, Peaches ist eh down. Oh, Granatwerfer, komm. Mann! Komm hier hoch! Junge, bin hier ganz schön allein gelassen gerade. Gib mir mal neue Homies. Kommst sofort, hast du verstanden? Wir haben Besuch. Ja, und wie wir Besuch haben. Was wird denn das jetzt? Oh Mann, ich kann nicht alle Erste-Hilfe-Sets die ganze Zeit verbaseln. Oh, Cheesy ist down. Ja, lad jetzt meine Gesundheit auf, bitte. Oh. Falsche Waffe. Granatwerfer. Oh. Nicht getroffen, das kann doch nicht sein. Bin noch nicht getroffen. Oh Mann, ich verkack's gerade richtig. Runter. Bringt ja nichts, sich zu verstecken hier. Natürlich muss ich nachladen. Wollen noch mehr kommen? Cheesy. Oh Mann. Hacke den Laptop. Sag Bescheid, wenn du ein Feuerzeug findest. Alle down, Peaches. Alle sind down. Du hast Glück, dass du mich hast. Ja, ich hab richtig Glück. Ja, wo ist denn der Laptop? Ach, hier. Warten. Ich hab keinen Bock mehr zu warten. Ja. Okay, ich habe ein GPS-Signal. Jetzt können wir die Boote tracken. Jetzt musst du in die Luft und dem Signal folgen. Direkt neben der Tankstelle ist ein Helikopterlandeplatz. Schnapp dir da alles und geh in die Vogelperspektive. Okay, mach ich. Wo denn? Ja, ich kauf doch jetzt kein Heli. Ich kann mir auch gar keinen leisten, du Schwanz. Ja, toll. Fahr ich da halt hin? Ah, klasse. Na, super. Fertigkarre hier noch. Ja. Warte, gib mir mal Hörg. Alter, wie viele Homies gerade down sind. Ja, ich geb doch Gas. So, jetzt hier lang, glaube ich. Ja, passt schon. Jess, wir zwei wieder, ne? Wir zwei müssen es wieder richten. Ja, an der Tanke rumballern, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man bedenkt, dass da so viel Benzin in der Nähe ist. Aber wir haben es einfach gemacht, ja.
Und wir haben uns nicht mal Bier mitgenommen, ey. Das gibt's doch nicht. Wenn wir schon mal da sind bei einer Tanke, dann muss das eigentlich sein. Ja, wo muss ich jetzt hin hier? Hier hin, ne? Ja, ich fahr mal hier lang. Jetzt den Berg hoch. Ups. Ups. Tja. Ja, die Tiere sind mir jetzt egal. Ich habe genug Knete. Naja, eigentlich nicht. Ups. Ich fahr schon wieder den letzten Schuss zusammen. Ja, ja, Jazz, du. Ich muss erstmal zurück auf die Straße finden. Ja, einfach durch. Da schlägt er mir vor, einen Heli zu kaufen. Ich habe kein Geld für einen Heli. Ich bin nicht Krösus. So, einfach weiter. Boah, das dauert ja ewig, bis ich da bin. Ich hätte vielleicht eine Schnellreise machen sollen. Na, jetzt ist es zu spät. Boah. Axanax. Oh, toll. What the fuck? Was war das denn? Ich wein gleich los. Ja, Jess down, na toll. Was war das denn jetzt? Alter, halluzinier ich? Ah, oh, scheiße, hier ist Bliss. Muss sofort hier weg. Bin total high. Scheiße. Muss hier sofort weg. Oh, das war eng. Boah. Das ist ja noch so ein Sektendings. Runter. Oh Mann, Alter, das ist richtig scheiße. Das macht mich voll kaputt, dieses Bliss. Ich sehe einfach den Bären, ne? Alter, der hat mich voll erschreckt. Laufe ich überhaupt noch richtig? Wird schon richtig sein. Bis hier mal beim Bootskonvoi bin. Los hoch. Oh nein, das sind wieder Felder. Oh, fuck off, du Schwanzgesicht, Alter. Bleib hier. Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Oh. Kommen die denn jetzt her? Als ob ich keine Muni. Ich habe halt echt keine Muni mehr für das Gewehr. Alter, meine Munition wird knapp. Shit. Was war denn das jetzt? Wenn ich jetzt alle fahre, Arschen hier. Gibt's hier irgendwo Muni? Ja, egal. Das könnte dämlich gewesen sein. Hier ist ein Außenposten. Das können wir richtig knicken gerade.
Nee, mache ich jetzt nicht, weil ich habe echt zu wenig Munition. Ich hätte die Waffe nicht nehmen dürfen. Oh. Ah, jetzt habe ich echt zu wenig Muni. Scheiße. Okay. Wir müssen erstmal den Berg hoch. Oh. Ah, das tut weh. Bis ich nochmal bei dem Bootskonvoi bin. Oh nein, hier ist wieder Bliss, oder? Ja, Junge, ich soll jetzt die ganze Zeit latschen. Was soll denn das hier? Das ist ein Quad, das nehme ich. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Das ist heute wohl mit dem Fahrzeug aufgestanden, ne? So. Hey, wo bist du? Ich wollte noch mit dir talken. Man kann das Zeug ja nicht verkommen lassen. Genau, das sehe ich ganz genauso. Wenn ich hole jetzt erstmal eine andere Waffe. Weil ich habe echt zu wenig Munition sonst. Ich habe ja den Granatwerfer, damit kann ich ja vom Auto schießen. Das Alter, hör, such dir dein eigenes Quad, du bist zu schwer. Boah. Das ist eine versiffte Region hier. Oh, oh, oh. Nein! Ja, wieso bist denn du verreckt und ich nicht? Du bist eine Pussy. Hä, habe ich eigentlich nur noch einen Homie dabei? Jess ist auch gestorben. Alle sind gestorben. Ich habe gar keinen mehr. Grace... Bist wieder rekrutiert. Oh Mann, ey, ich komm da nicht hin. In Bewegung. Ich kenne mich mit sowas aus und ich sage dir, dass da draußen ist. Diese verfluchten Peggys. Runter. So. Bis ich da mal ankomme, wie gesagt. Von hier kann ich nichts machen. Grace, du sollst ja auch noch nichts machen. Wir sind ja noch nicht mal da. Wenn du die Peggy-Boote findest, folge ihnen. Die führen dich direkt zu ihrem Großlager. Du bist witzig, wie soll ich ein Boot folgen? Ja, du Schwanz, Alter, ich brauch erstmal selber ein Boot. Ja, toll, jetzt krieg ich wieder Bliss in die Fresse gekriegt, ey. Ja, witzig, ich muss ja erstmal ein Boot haben. Ja, danke schön, das ist ja zu freundlich. Ja, wie steige ich meinen das hier? Ja, ich will nicht erst zum G, ich will das Boot fahren. Ja. Hallo. Ich will fahren. Na, geht doch. Besuche das Gebiet. Ja, witzig, Alter, was sollte ich denn machen? Ich kann die ja schlecht zu Fuß verfolgen. Ist doch Kundenverarsche hier. Witz ist das, ey. Jetzt kann ich wieder den Berg hochladen. Ja, toll. Ist schon wieder jemand verreckt, ey. Was soll denn das die ganze Zeit? Danke für die Hilfe. Ja, danke, dass du die ganze Zeit verreckst. Mann, ey. Können sie echt nicht auf sie aufpassen? Da überfahre ich die einmal mit meinem... Wo ist denn der andere Keks jetzt hin? Wie soll ich da hochkommen? Ihr seid mir witzig, Alter. Oh, Mann. Ja, toll. Jetzt kann ich erstmal die Berge hoch. Klettern. Hallo.
Boah, ey, die Mission ist echt nicht schwer, aber ich krieg's gerade einfach nicht hin. Es scheitert daran, zur Mission zu kommen. Ah, ich bin gleich da, alles gut. Außer mein Kletterhaken löst sich wieder. Ja, von wegen, ich bin da. Ich kann hier noch 1000 Felswände hoch. Na, endlich. Erstmal Shotgun raus. Schärfe deinen Blick, verenge deine Chakren. Wenn du keine großen Blitzcontainer siehst, bist du da nicht richtig. Immer den Fluss lang. Wir finden sie schon. Das ist doch Blitz. Ja, ich knack mal das Schloss. Wenn das hier schon so extravagant steht, dann muss da auch ordentlich Kohle drin sein oder Whisky zumindest. So. Ah, oh, geil, ein Bunker. Ja, krasser Scheiß. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir wollten nichts Böses. Ah, das guck ich mir eben an. War die Tat nur eines skrupellosen Beamten, der... Echt so. Wir hatten kein Recht, hier rein zu spazieren. Ein Flammenwerfer? Nee. Ja, hier ist halt nichts. Oder ist das irgendwie ein Bunker? Nee. Hier kann ich nichts mit anfangen. Cheesy, Cheesy ist zurück, cool. So, ja toll, jetzt kann ich nochmal irgendwo anders hinlatschen. Was ist denn heute los? Hauptsache hier ist kein Bliss. Oh oh. Außenrum. Voll fast, ne. Jetzt können wir dann nochmal hoch. Nein, das gibt's nicht. Ich glaube, hier bin ich nicht so sicher. Was war denn das jetzt? Oh, ich krieg's halt echt nicht gebacken. Wer sind die Leute? Komische Region hier. Nicht mal Musik. Oh Mann. Ja, boah, wo laufen die denn hin? Hier liege ich. Ja, Hörg, komm jetzt. Ja, Hörg ist wieder zu dämlich. Alter. Ja, beleb mich jetzt halt wieder. Heute sind sie nicht dran, Sir. Reicht jetzt, ne? Gott. Boah, leck mich doch am Arsch. Sehe ich ganz genauso. Und vor allem bringt das eine Menge Knete ein. Grizzlybär, siehst du. Ja, die tauchen einfach aus dem Nichts auf hier. Da zum Beispiel, das ist auch ein Bär. Gib mir Deckung! Gefällt mir! Guck mal, wenn ich da jetzt draufballer, kommt ein Bär. Nee. Bleib hier! Ah, ich krieg's nicht hin. Egal. Ich würde die große grüne Blitzcontainer sehen. Grün wie Grünkohl-Smoothies, nicht wie Avocado. Man erkennt den Unterschied daran, dass... Grün wie Grünkohl-Smoothies. Ich will gar nicht wissen, was du in deiner Freizeit trinkst. Das war früher eine Mine. Die werden da ohne Ende C4 und anderen Sprengstoff haben. Cool. Ja, absolut. Wo ist denn das C4? Ja, ich hab's verkackt.
Scheiße. Oh, der Hund verfolgt mich. Der ist aber bissig. Gibt's doch nicht. Ich verkacke gegen den Hund. Ja, toll, Alter. Wieso lädt der denn nicht nach, der Schwanz? Ah, Mann. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Ja, belebt mich jetzt halt wieder. Ja, das war's. Ich muss weiter suchen. Was war denn das jetzt, ey? Wieso lädt denn der nicht nach? Ich mag keine Aus. Ach du Kacke! Schon wieder verkackt. Ich mich jetzt alle verarschen hier. Oh. Geht's eigentlich noch hier? Kill die erstmal, jetzt reicht's mir. Ja, wunderbar. Wie viele sind denn hier? Noch einer. Ja, ich würde die gerne nehmen, die Sprengladung. Okay, das wäre geschafft. Das war jetzt unspektakulär. Ah, ist auch egal. So, Fernzündesprengstoff. Hallo. Pilzcontainer, 20 Stück. Ja, toll, jetzt bin ich natürlich high. Ja, ich muss das ja machen. Ich würde ja auch gern deinen Blitz in Ruhe lassen. Boah, da kommen noch Gegner. Na, klasse. Sogar mit Raketenwerfer kommen sie hier an. Scheiße. Ich glaube, die sind gar nicht gut aufgelegt gerade. Die Waffe wollte ich jetzt zwar gar nicht ausrüsten, aber ist okay. Oh, da kommen echt noch 1000 Gegner. Na, fuck. Habe ich überhaupt noch Munition? Ich zerstör schon. Hier ist es nicht gut. Bin unterwegs. Oh, so langsam bin ich high. Uh-oh. Ja, mit heiligem Feuer reinigen. Nicht gut. Gar nicht gut. Alle down. Einen Raketenwerfer könnt ihr halt auch gut gebrauchen gerade. Scheiß drauf.
Auch down. Ja, ich habe halt keine Granaten mehr, nix. So. Zwei Stück noch. Ist hier. Nee, kann nichts plündern. Das hätte ich mal von Anfang machen sollen. Anfang an machen sollen mit der Shotgun, aber der hat gerade Brandmunition drin und die will ich ungern verschwenden. Okay, cool. Ich kann die Blitzwolken von hier sehen. Giftige Freiheit in Reinform. Eddie hatte recht mit dir. Ein 10-Gallonen-Hut mit Sporen. Könnte ein Sexting sein. Das weiß man bei Eddie nie so genau. Egal, bis später. Hab's gepackt? Ja, sauber. Nee, den kann ich nicht sehen. Verpiss dich jetzt. Jetzt reicht's aber mal. Ist der down? Das war ein bisschen overpowered. Egal. Ja, zeig ihn mir. Ich warte, ich bin ready für den Pfad. Gut. Ich wurde gesegnet. Ja, wollen wir das noch machen? Ich muss halt erstmal dann Bliss finden, damit ich gesegnet werden kann. Das nehmen wir noch mit, oder? Nochmal mit ihr reden. Ja. Gott, dafür brauche ich aber Bliss. Wird das hier irgendwo angezeigt, wo Bliss ist? Ich brauche Bliss. So, die rette ich noch kurz. Na, geht doch. Ich wusste es. Ich habe den Rauch gesehen. Darauf hatte ich gebaut. Willkommen, Bliss. Willkommen, ja. Ich bin gern hier. Ah, endlich wieder. Durch diese schöne Reise da. Klasse, ich freue mich. In unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Ich vertraue dir. Ich will Antworten finden. Ich will endlich Freiheit. Mann, die hat mich voll in ihrem Bann. Ich kann verstehen, warum der Marshall schwach geworden ist. Guck mal, da ist ein Kaninchen. Achso, ich muss laufen. Ein Kaninchen mit Hirschgeweih, okay. Was ist das schön hier? Guck mal. Oh. Wo willst du denn hin, Dummchen? Folge deinem Herzen, nicht deinem Verstand. Okay, ich folge meinem Herzen. Oh, so schön. Oh, wie süß sie mich Dummchen genannt hat. Guck mal da. Ganz genau. Ja, jetzt tanzen wir durchs Blumenbeet. Ach, selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die ja, bitte. Wir werden sehen, was wir erschaffen haben. Im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Nein! Wie können sie es wagen? Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben.
Leute sagen, dass ich verrückt bin. Na, wie kommen die denn darauf? Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das? Ich guck keine Nachrichten, ich habe keinen Fernseher. Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Okay. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Na, das haben schon ganz andere Tyrannen gesagt. Ja, das ist Gottes Plan. Ich bin von Gott erwählt worden, deshalb mache ich hier diese Scheiße. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach. Und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Du killst doch alle. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ja, zurücklehnen, Bierchen. Klingt doch gut. Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Oh Mann. Und der Einzige, der wieder mit seinem 3-Stunden-Vortrag hier. Darum geht's ihm. Er will zurück zu Adam und Eva. Ja, moin. Aber du musst daran glauben. Ich will mit Faith reden, nicht mit dir, Joseph. Genau, mit ihr. Die Region ist echt ein bisschen verzwickt. Die hätte ich vielleicht als erstes machen sollen. Egal. Ach du Scheiße. Keine Bewegung. Du bleibst jetzt liegen, ganz still. Gut. Grundgütiger, du hast uns eine Scheißangst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft. Die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Der Grady soll ihn haben. Und wo ist dieser Grady? Oh, Herrgott. Also, du musst dich entspannen. Leg dich hin. Wir reden dann morgen. Leg dich hin, das mache ich gerne. Bisschen chillen. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Ja, tolle Wortwahl. So, ich bin back. Ich gehe nochmal ins Feld, ne? Das hat mir gut gefallen da. Ja. Okay, cooles Ding. Kaum zu glauben, was sie jetzt mit dem Bliss machen. Sie schütten es direkt ins Trinkwasser. Schrecklich. Ich danke dir. Ich dachte, wir hätten dich ans Bliss verloren, Deputy. Na, habt ihr auch. Gib dein Bestes, um dich zu revanchieren. Ja, gut. Dann, wie viele Punkte habe ich denn hier schon gemacht? Ja, gar nicht so viele. Egal, dann bis zum nächsten Video. RDLP.